ist mit euch da unten und lässt euch die Idioten aussehen? So. Das ist gut so. Wasser verseucht. Mir macht das gerade ein bisschen Gedanken, dass die beiden Dinger hier... Wie viel gibt's denn davon noch? Noch 8. Noch 7. Noch 6. Ach du Scheiße. Wenn ihr ihn nicht daran hindert, in den Kontrollraum zu gelangen, werde ich euch persönlich an einen schön wär's. Nee. Und das meine ich so. Ist es nicht. So ein bisschen nicht doch schon mal explosiv gehen mit dem gezielten auf Dingsa zu haben. Habt keine Angst. Die Masse der giftigen Pflanzen hat wahrscheinlich die Fledermaus schon scheitern lassen. Und wenn so. Nicht, kümmert ihr euch sicher darum. Nur damit ich es richtig verstehe. Ich habe du bleibst also da, wo noch du bist, kein und wir sehen Plan. Uns in ein paar Höhlen um. Super. Sterben. Okay, ich werde das Ganze lieber von außen beurteilen. Hier drin scheint mir doch zu eng dafür. Bingo. Nur noch warten, bis einer von denen in die Reichweite kommt und dann geht's los. Also wieder in die Reichweite kommt. Habt ihr verstanden? Fluchtmöglichkeit nach unten. Ist ja ganz neu. Komm, na komm, einer noch. Hm? Steck deinen Kopf noch einer. Lass ich ihn dir weg. Ist doch nicht schwer. Ihr müsst nur da hinten hintorkeln. Gott, seid ihr langsam. Bist du? Oh Gott, ich habe jemanden gefunden. Hier drüben. Nö. Ich blas dir gleich deinen weg. Verdammt, der ist ohnmächtig. Was machen wir jetzt? Halt Maul und such weiter. Das war der erste Streit. Warte, ich gebe dir Deckung. Oh, hier, das Gitter kann ich ja auch schon mal lockern. Ich will das trotzdem in einer Flugwelle natürlich ausgelöscht werden. Vorbereitung ist alles, ihr wisst ja. Wenn ich das hier öffne, oder? Was zum Teufel mache ich? Joker hat niemals von Höhlen geredet, als er mich auf Decken befreit hat. So. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Typ hier wieder langkommt. Oder beide, wäre natürlich noch besser. Warum macht ihr nicht weiter? Er ist
da unten. Ich weiß das, ihr wisst das. Hört schon los! Wie viele sind es eigentlich noch? 5. 5, die vollkommen woanders lang gehen, als ich es gebrauchen kann. Oh komm, du willst doch direkt in meine Falle laufen, oder? Komm schon, du willst es, ich weiß es. Und das dürfte genug sein. Bingo. Oh Gott, ich habe jemanden gefunden. Kommt noch einer oder bleibt es bei dem einen? Er bleibt da, sie bleiben da. Scheiß Explosivkill von der falschen Seite. Wow, wie macht er das bloß? So. Seid ihr blind? Seht auf den Boden! Da unten ist was und das gefällt mir nicht! Ihr habt den Boss gehört. Na, wer will von euch beiden? Keiner von euch will, ich sehe schon. Dann werde ich das jetzt alles etwas beschleunigen. Aus irgendeinem Grund geht das von hier aus nicht. Der steht echt gut, der Typ. Aber nicht gut genug. Und gut. Der nächste aus dem Weg. Bleibt noch der Spinner da. Er hat einen von euch ausgeschaltet. Und ich gerade auf eine nette Art. Wir haben den Boss gehört. Irgendwie hat keiner den Boss gehört, außer dir. Renn doch nicht weg, Junge. So. Ach, darum geht's hier. Na dann, mach ruhig. Hier gibt's doch garantiert wieder irgendwelches. Ne, überhaupt nicht. Schade. Das ist die erste Pumpe, die nicht mehr läuft. Toll, dann müssen wir nur noch 2 finden. Die Typen da hinten planen noch was. Die würden sonst nicht so freigebig winken. Bestimmt versteckte Waffen oder so ein Blödsinn.
Wobei, eigentlich würde ich die sehen, oder? Aber gut. Hol ich sie mir mal. Die sind ganz woanders. Na dann. Aber da ist doch bestimmt was Cooles drin. Nein. Das ist Sichtsache. Bist gesehen. Willst du mich veralbern oder was? So, ich wollte nämlich hier gerade mir Sachen angucken. Seht ihr, Schächte unten gibt es auch noch. Die hätte ich auch noch benutzen können. Mensch, so viele Möglichkeiten. Und ich hänge irre öde die ganze Zeit da im Schacht rum. Nein! Idiot. Geh bitte wieder darauf. Und jetzt reißt du bitte die Wand ein. Danke. Denn der Geist von Arkham will uns noch etwas mitteilen. Eine Frage, auf die ich vorhin so unbedingt die Antwort wissen wollte. Mittlerweile habe ich zwar die Frage wieder vergessen, aber mir fällt es gleich ein. Jeden Tag empfand ich die Patienten als störender. Ihre kranken Laute und das ständige Zucken waren abstoßend für mich. Es gab nur einen Weg, dieses Übel zu bekämpfen, die Stadt vollständig zu reinigen und ihre Zukunft zu sichern. Ich musste mich vorbereiten. Ich musste bereit sein. Ich schickte jemanden los, um Bruce Waynes Eltern zu ermorden, denn er hat ein psychologisches Profil, das offenbarte, er würde zu Batman werden, würde ich dies tun. Das wäre unglaubwürdig. So, das war hier alles, okay. Keiner da? Keiner da. Fünf. Vier. Drei. Na komm schon, runter mit der Wand. Immerhin eine Erdtrophäe. Sieben Gegner, einer bewaffnet, der Rest unbewaffnet. Nein, er hat alles auf der Rennbahn ausgegeben. Was? Du lässt ihn damit durchkommen? Sehe ich wie ein Trottel aus? Als ich ausfand, dass ich kein Geld hatte, schnitt ich seine Niere, seine Leber und ein paar andere Einzelteile raus und verkaufte sie. Ein reicher Typ läuft sicher während unseres Gesprächs schon mit den Teilen rum. Und die Leute? Kaufen dann die Leute sowas ab? Es gibt immer einen Käufer da draußen, was du auch verkaufst. Nette Geschichte. Hast du noch welche oder gehen wir zurück und passen auf? Patientengespräch.
Patient Cash attackiert und im Kampf seine linke Hand aufgegessen hat. Cash hat Glück, dass er noch lebt. Er hat eine Menge Blut verloren. Ich auch. Ich wäre fast an seiner knochigen Hand erstickt. Das ist ekelhaft. Er hätte sterben können. Für mich ist er nur Nahrung. Und wenn ich erstmal was probiert habe, dann will ich auch den Rest. Sie wissen, was ich meine. Bringen Sie ihn hier raus. Sofort. Ich habe auch deine Witterung aufgenommen, Lady. Wir sehen uns. Tick, tack, tick, tack. Yeah. Ah, egal. Er hat gefragt. Ich hab's ihm gesagt. Okay, zwei Deppen in höherer Stufe. Dazu der Typ mit der Waffe. Das wird lustig. Nast? Mir war so, als ob. Scheiße. Du mit deiner beknackten Waffe. Ich bin so im Arsch. Ich stelle mich gerade äußerst ungalant an, ich weiß. Oh, nun bleibt doch endlich mal am Boden, Leute. Geht doch. Das ist die zweite Pumpe, die abgestellt wurde. Und ich habe immer noch nicht diese ganz verdammten Rätsel gelöst. Mist. Damit funktioniert Pumpe 3 nicht. Naja, das könnte nicht so schwer sein. Also dürfte nicht, weil die ist ja direkt hier. So. Habe ich was gewonnen? Weiß noch einer, was ich damit machen wollte? Ach ja, das geht. Wie? Und Joker. Das Witzige ist, dass ich schon dachte, dass ich Ivy am Anfang dieser Aufnahme begegnen werde. Oh, ein Geschenk. Die letzten drei Zähne. 20 Joker-Zähne. Scheiße. 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 Hey, Dude. So. Na, du willst doch auch noch einen abhaben.
ihr beiden. Ach, verdammt, das war's. Oh nein, ich kann weitermachen. Scheiße. Das jetzt am besten, die sind mir alle irgendwie gerade zu viele. Scheiße. Schlag um dich, Kumpel! Wenigstens mal Fledermäuse kriegen würde. Irgendeine Energie oder sowas, das wäre doch mal was. Das werden ja immer mehr, verdammt. Ah, toll. Super, und ich bin down. Hilf dem Fledermausbaby doch mal hoch. Halt die Fresse.